Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Deponia. Ja, erstmal nehmen wir die rote Lampe wieder mit. So, die werden wir bestimmt noch brauchen. Autsch, heiß! Ach ja, man sollte... Autsch, heiß! Ja, ich weiß. So, willkommen, wie gesagt, hier bei Deponia. Ich habe ein bisschen nachgeguckt, bin ich ganz ehrlich. Nein, nein. Du sollst nach oben. Und einfach nur den Hebel umlegen. So. Jetzt. Nehmen wir einfach mal die rote Lampe mit. Zack. Das war... ja, eigentlich die Lampe drin. Also, zack. Gehen nach oben. Wieder an. Gehen nach unten. Einfach damit das wieder, ne? So, und jetzt wieder Doc fragen nach dieser Meditationstechnik. Hallo. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Ja. Immer her damit. Könntest du mir noch mal zeigen, wie man meditiert? Könntest du mir noch mal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. So. Lass ihn einfach auf dich wirken. Jetzt nutzen wir aber mal die Flasche, um den Schnapp... Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Lass ihn einfach auf dich wirken. So fixieren wir. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich, ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Ja. Jetzt haben wir halt ein Stückchen Schnaps uns hier von ihm ja geklaut, sage ich jetzt mal. So, wir gehen zum Kran. So. Ein Mumpy. So, und jetzt schön Schlückchen nehmen. Ich habe Docs Fuse, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Zunge ist vom Gang holen. Auf geht's! Jep, auf geht's. Und zwar... jetzt aber. Yes! Rufus, 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 yeah! Ja, genau. Jetzt fahren wir noch mal ein Ründchen. Steig mal ein, mein Freund. Yep. Und yep, hala. So. Woo!
So, jetzt drücken wir mal einfach den Knöpf hier. Knöpfele. Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal, die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Yep. Und zwar... Yep, ein Nudelritz. Lass das nur mal so. Das mal so. Das mal so. Ne? Oh. So, dann schauen wir mal. Den lassen wir mal so. Und den gönne ich mir mal so. Ja. Dazu gesagt, ich gucke nebenbei auf mein Handy gerade, weil ich da ein Bild habe, wie es sein soll. Bin ich ganz ehrlich. So, losfahren. Jetzt sollte alles stimmen. Was sagst du nun, Schätzchen? Nibbe, nibbe, nibbe. Oh, Rufus, du bist wirklich der Größte. Wie wahr, wie wahr. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt, ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte, mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Zing. Zing. Zing, zing. Und wir hoffen mal... Ich hoffe jetzt wirklich mal, dass wir... zur richtigen... Autsch. Hey, ich lebe noch. Ha, so schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Bam, bam, bam. Badabab, man nennt ihn Rufus. Badabab. Rufus, Rufus. Badabab. Oh, und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast. Hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden? Oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen, von der Belohnung mal abgesehen. Doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Ich find's einfach geil. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Ja,
Ja, ich find's geil, dass man hier andauernd diese kleinen Musikszenen mit drin hat. Ein Kaugummiautomat. Cool. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. So, wir haben ein Kaugummi, aber unsere ganzen anderen Sachen sind weg. Na toll. Okay, dann schauen wir mal ins Regal. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum ein Stecker? Och nö. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht. Ups. Mann. Hebel? Zuckerwattemaschine. Jetzt steht er auf Calzone. Calzone. Da kennt sich ja hier Chihiro ganz gut aus. Die Schalter verstellen die Lichter. Da drei und auf der anderen Seite eins. Okay. Aha, eins aus, zwei an. Ich komme der Sache näher. Okay. Upsi. Drei und drei? Sechs, oder? Ja. Einmal Zuckerwatte. Die Maschine hat wohl und keine Augen. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Ja. Das hier gab's schon mal. Es sind alles Primzahlen. Ich komme schon noch drauf. Okay, warte mal. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Na Ich toll. hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Ja, Sardelle am Spieß. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Nummer 3 und 1. Das könnte man ja Ich muss binär denken. hier haben. Ich muss binär denken. Naja. Sie gab es genau dieselben. Der Gourmet weiß. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Genau, der Stock soll ja in die Zuckerwattemaschine ran. So, einmal wieder den Hebel ummachen. Jetzt steht er auf Phosphor. Kann man den. Hier steht. Bei Nichtverzehr Zuckerwatte bitte ordnungsgemäß entsorgen. Ah, drunter ist ein Zwinkersmiley. Und ich dachte schon. Okay. Wir haben ganz schön was durch. Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Ach ja. Ach ja. Okay, dann schauen wir mal hier lang. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Okay, was haben wir hier noch? Das Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen oder auch nicht. Ohne Licht kann man. Gehen wir mal zur Klappe. Eine Nische. Na.
In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Kann nur eins bedeuten. Oder null. Okay. Bahnhofshalle zum Turm. Gehen wir mal zum Bahnhof. Da ist ein Mosaiksteinchen. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf, wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich brauche mehr Licht. Mehr Licht, okay. Mach mal die Klappe auf. In der Nische ist drumherum. Das kann oder null. Okay. Das einzige Licht hier hinten. Mhm. Ich glaube, es gibt zumindest mein. Da sind ein paar Kieselsteine. Die nehmen wir doch auch mal mit. Komm. Zum Fahrstuhl. Ein Putzschrank. Wenn es hier einen Putzschrank gibt, gibt es bestimmt Putzzeug hier dran. Wischmopp. Eimer. Ja. Öltankklappe. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Um den Grund auszuleuchten. R, U, F, U. Das war's nicht. Das vielleicht. R, U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Rufus, Rufus. Warte, habe ich hier alles? Anscheinend. Okay. Wie wär's denn, wenn wir die verdreckte Musikscheibe machen? Das allein reicht nicht zum Wischen. Toni. Oder zumindest Wasser. Wasser, ja. Klar. Das leuchtet ein, dass man Wasser braucht. Die Frage ist, wo kriegt man das Wasser her? Gehen wir mal zum Turm. Ja, ein Tümpel. Tonne mit Wasser. Da ist das Säure oder nur Wasser? Ah, gut, hier. Zack. Ganz schön tief und hell könnte am Kern. Kofferraum. Schnell. Ich spare mir meine Schnell. Ich. Okay, da komme ich nicht ran. Aber solange niemand zuguckt. Okay, aber ich habe wenigstens schon mal die. Das Wasser. Das heißt. Könnt doch bestimmt hier, zack. Das allein reicht. Ich brauche auch noch Lust und Seife. Ja, Seife hier. Fop, fop. Schaumig. Schaumig. Flop, flop. Und das Ding nutzen wir jetzt mit der verdreckten Mosaikscheibe. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Mist! Der Wischmob ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Ja, so ein Jammer aber auch. Aber wir sehen die Musik. Ein Haufen Schrott, da ist die Tanzstange. Da die Krabben. Und da die Cocktailsoße. Und hey, hier hat jemand was draufgekriegt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes. Ich brauche mehr Licht. Ja. Darf
fehlt ein Stück. Fehlt ein Stück Scheibe, genau. Und da fehlt auch schon wieder eine Fackel. Aber ich würde sagen, das reicht für heute erstmal mit Deponia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn es dann weitergeht. Und wir mal schauen, was hier so los ist, ne? Also, tschüss, ciao, euer Levers.